Wasserstadt Oberhavel in Spandau am Ufer wächst ein Wohnquartier. Das Gebiet lag früher in der Einflugschneise vom Flughafen Tegel. Jetzt herrscht Ruhe am Himmel und Baubetrieb am Boden. Es ist eines der wenigen Großprojekte im Berliner Wohnungsbau. Frank-Peter Muschio leitet seit 47 Jahren ein Bauunternehmen in Familienbesitz. Er gehört nicht zu den ganz Großen der Branche, ist aber ein Grand Seigneur im Baugewerbe. Was wir jetzt mit Sorge beobachten, ist, dass die Nachfrage dramatisch nachlässt. Große Auftraggeber ziehen sich zurück, wollen nicht mehr bauen. Es geht zu langsam voran beim Bau von neuen Wohnungen. Die Gründe: steigende Energie- und Materialkosten, Inflation, Facharbeitermangel und weniger die Zinsen. In den Jahrzehnten, in denen ich das beobachte, würde ich sagen, war der Durchschnittszins vielleicht bei 6,5%. Wir haben jetzt um die 4. Das ist nicht historisch hoch. Ein Faktor, der die Baupreise aber nach oben treibt: höhere Anforderungen an den Klimaschutz, das energetische Bauen. Für Muschiol eine Stellschraube bei den Kosten. Natürlich sind die Klimaziele nicht unwichtig. Aber wir müssen uns schon gut überlegen, ob wir uns das leisten können. Die Folge sehen wir jetzt. Das Bauen ist so teuer geworden, dass es keiner mehr anfasst. Der Mangel an Wohnungen bei steigender Nachfrage in Berlin treibt die Mieten in die Höhe. Muschiol fürchtet, dass zum Beispiel die meisten seiner Mitarbeiter sich bald keine Wohnung mehr innerhalb der Stadtgrenzen wird leisten können. Wir sollten uns mehr Gedanken machen um die Leute, die zwischen 2.000 und 2.500 Euro im Monat netto haben, obwohl sie voll arbeiten. Und für die müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht aus der Stadt verdrängt werden. Um das zu verhindern, fordert Muschiol eine Rückkehr zum sozialen Wohnungsbau im Umfang der 1970er Jahre, verbunden mit Siedlungen wie Gorbiustadt oder Märkisches Viertel. Das heißt, staatliches Bauen fördern, um Mieten für Einkommensschwächere möglich zu machen. In den Anfängen war das ein Erfolg. Der ist dann mal eingestellt worden, weil es kurzfristig so aussah, als sei das Angebot und die Nachfrage praktisch ausgeglichen. Das hat sich geändert. Nun der Ruf also wieder nach mehr Staat? Grundsätzlich bin ich schon ein großer Anhänger der Kräfte des Marktes. Aber wo es nicht funktioniert und hier ist eine solche Knappheit entstanden in Berlin, da sollte der Staat, das heißt die Gesellschaft, sollte da eingreifen. Der Staat, die Kommunen haben es versucht. 20.000 Wohnungen sollten jährlich allein in Berlin gebaut werden. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Die Welt wird nicht untergehen, die Welt geht weiter. Aber solche Baustellen wird man voraussichtlich in der nächsten Zeit in Berlin kaum noch sehen. Dabei fehlen in der Stadt nach Schätzungen rund 100.000 Wohnungen. Die Renaissance des sozialen Wohnungsbaus könnte eine Rettung sein. Aber auch der Staat stößt da an Grenzen.